freue mich, dass wir jetzt, Frau Bundeskanzlerin, vielen Dank für diese Ansprache. Damit ist heute Morgen für diesen Tag der Ton gesetzt. Ich freue mich, dass wir jetzt Zeit haben für einige Fragen. Wenn Sie Fragen stellen wollen, bin ich dankbar, wenn Sie eine Frage stellen, wenn Sie diese Frage kurz stellen und wenn Sie sich bitte freundlicherweise auch identifizieren, wer Sie sind, dann wird das leichter. Sie können die Fragen auch gerne, Sie müssen sie nicht auf Deutsch stellen, Sie können sie auch auf Englisch stellen. Das geht alles. Ich würde gerne mir das Privileg nehmen, gleich eine erste Frage vorwegzuschieben. Sie haben ja, Frau Bundeskanzlerin, selbst gesagt, Sie weichen dem Thema der NATO-Leistungen, der Beiträge nicht aus. Ich hatte gestern bei unseren Auftaktveranstaltungen mit der Bundesverteidigungsministerin, mit dem amerikanischen Verteidigungsminister und angesichts anderer Kommentare dazu den Eindruck, dass das natürlich das strittige Thema sein könnte im weiteren Verlauf, sowohl transatlantisch nach den gemachten Äußerungen von amerikanischer Seite, wie ja auch vielleicht bei uns innenpolitisch. Denn von Ihrem Koalitionspartner hört man ja durchaus etwas skeptischere Töne zu diesen Verpflichtungen. Also meine Frage geht eigentlich dahin, würden Sie befürchten, dass wir im weiteren Verlauf dieses Jahres da erstens ein transatlantisches Streitthema haben, vielleicht gar nicht so sehr bilateral, aber zwischen den europäischen NATO-Mitgliedern und den USA, und kann das wieder zu einem Wahlkampfthema werden in der Weise, dass dann im deutschen Wahlkampf die einen sagen pro NATO, pro USA, mit USA und die anderen das Gegenteil. Ich erinnere mich an ähnliche Situationen vor 15 Jahren, 2002. Da war das zum Teil gar nicht so schrecklich angenehm. Also ich würde Sie bitten, zu Ihrer Einschätzung da vielleicht noch etwas zu sagen. Ja, ich bin natürlich nicht der Koalitionspartner, sondern erstmal bin ich ich. Aber jetzt Spaß beiseite. Erstens argumentiere ich mal aus dem deutschen Interesse. Das sollte man ja als wer immer die Verantwortung in Deutschland trägt, tun. Und das deutsche Interesse besteht darin, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes sagen können, dass wir alles tun, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Und der Sachverhalt heute ist so, dass ohne die Vereinigten Staaten von Amerika, selbst wenn wir gemeinsam in der Europäischen Union verteidigungspolitisch handeln würden, der Kampf gegen den islamistischen Terror nicht ausreichend geführt werden kann. Und deshalb ist es aus meiner Sicht richtig und verständlich, wenn die Vereinigten Staaten von Amerika, und das hat schon Präsident Obama gemacht, deshalb haben wir diesen Beschluss 2014 in Wales getroffen, dass wir mehr tun, und Deutschland kennt hier seine Verantwortung. Ich wünsche mir, dass auch im Wahlkampf diese Frage der Verteidigungsausgaben, und wir haben zum Beispiel vom letzten Jahr zu diesem Jahr unseren Verteidigungshaushalt um 8% erhöht. Mehr können Sie faktisch nicht machen, wenn Sie das auch absorbieren wollen und nicht einfach nur mit Zahlen argumentieren wollen, sondern wenn Sie daraus Fähigkeiten machen wollen. Wir brauchen ja Fähigkeiten. Und ich glaube, dass wir diesen Weg weitergehen müssen. Allerdings hoffe ich, dass wir jetzt nicht in einen Kampf verfallen, ob Sicherheit nur dadurch gewährleistet werden kann, dass man seine Verteidigungsausgaben erhöht. Sicherheit wird genauso gewährleistet, indem wir auch unsere Entwicklungsausgaben erhöhen. Auch da ist es nicht so, dass wir unser gestecktes Ziel schon erreicht haben. Wir haben uns zu 0,7% des Bruttoinlandsprodukts verpflichtet. Im letzten Jahr haben wir die eingehalten, weil wir sehr viele Flüchtlinge in Deutschland hatten. Das ist aber eigentlich nicht der Sinn der Entwicklungspolitik, sondern Entwicklungspolitik soll vor Ort helfen. Der Sicherheitsbegriff hat etwas mit politischen Aktivitäten zu tun. Das heißt, neben den Verteidigungsausgaben werde auch ich nicht den Eindruck erwecken, Sicherheit sei nicht im umfassenden Sinne zu betrachten. Und wenn wir unsere Beiträge zu den Vereinten Nationen sehen und dabei bei Krisenprävention helfen oder dass Menschen vor Ort sich helfen können, UN-Friedensmissionen eingesetzt werden, dann ist das auch ein Beitrag. Und deshalb hoffe ich, dass wir nicht in eine kleinliche Diskussion kommen, wer nun etwas militärischer und etwas weniger militärischer ist, sondern dass wir sagen, wir brauchen mehr Sicherheit und dazu gehört auch eine höhere Fähigkeit der Verteidigung.
Das ist unstrittig, zumindest in Monaten, in denen kein Wahlkampf ist. Und der Beschluss in Wales wurde immerhin von der Großen Koalition gemeinsam gefällt. Da war sowohl der Bundesaußenminister dabei als auch die Verteidigungsministerin. Also eigentlich müsste alles glatt gehen. Ein berühmter Bayer würde jetzt sagen, nun schauen wir mal. Ich habe jetzt schon ein paar Hände gesehen. Bin ich sicher, ob wir die alle aufrufen können. Eine Frage ist mir per Zettel vorgereicht worden. Die stammt von François Heisbourg, der sitzt da hinten. Ich darf die Frage, um es kurz zu machen, einfach vorlesen. François, oder willst du sie selbst vortragen? Bitte. Ja, Mrs. Chancellor, thank you very much. Frau Kanzlerin, ganz herzlichen Dank für eine sehr eloquente Rede. Im Kern sprachen Sie ja über mehr Verteidigung, über mehr Europa. Gestern hatten wir ja Herrn Schäuble und Frau von der Leyen schon hier. Auch die haben sehr eloquent über diese Themen gesprochen. Ich stelle gewöhnlich keine Fragen, die zu meinem eigenen Land sind, Frankreich, aber wir haben ja auch in Frankreich bald Wahlen. Wenn wir nun annehmen, dass wir, so Gott will, einen pro-europäischen und pro-reformorientierten Präsidenten im Mai haben werden, was ist denn dann Ihre Erwartungshaltung an die deutsch-französische Rolle, wenn es darum geht, mehr für Verteidigung zu tun, mehr für Europa, mehr europäische Verteidigung? Ja, ich erhoffe mir hier natürlich eine Fortführung dessen, was jetzt die beiden Verteidigungsminister von Deutschland und Frankreich bereits initiiert haben, mit sehr, sehr viel Unterstützung von den allermeisten Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Es ist ja sehr interessant, die Verteidigungsunion stand ja mal ganz an der Wiege der Europäischen Union. Sie ist dann leider durch französische Bedenken gescheitert und wir sind viele Jahrzehnte später jetzt wieder an dem Punkt. Und ich finde das anlässlich von 60 Jahren römischen Verträgen, die Tatsache, dass wir mehr über Verteidigung, auch gemeinsame Verteidigungsfähigkeiten sprechen, sehr gut. Wir müssen nun natürlich den Realitäten ins Auge schauen. Gerade was Beschaffungsmaßnahmen anbelangt, gibt es auch einen gesunden Wettbewerb, zum Teil zwischen deutschen und französischen Anbietern. Wir finden uns manchmal auf der Welt wieder, wenn wir Flugzeuge verkaufen wollen oder Ähnliches, wo wir durchaus Wettbewerber sind. Aber das schließt ja nicht aus, dass wir auch in unseren Verteidigungsindustrien vielleicht noch mehr Gemeinsamkeiten finden, um daraus dann auch gemeinsame Ansätze zu machen. Ich glaube jedenfalls, gab selten eine so positive Atmosphäre, auch zwischen Deutschland und Frankreich im Verteidigungsbereich zusammenzuarbeiten wie jetzt. Und unser Engagement zum Beispiel in Mali ist auch ein Beispiel, wo Deutschland sehr über seinen Schatten gesprungen ist, ehrlich gesagt. Wir haben nicht die langjährige Erfahrung in Afrika. Die MINUSMA-Mission ist nicht ohne Gefährdungen. Sie ist auch ein Beitrag, um Frieden zu sichern. Aber wir wissen, dass es terroristische Aktivitäten drumherum gibt. Und wir haben gerade aus Gründen der deutsch-französischen Verbundenheit, um die französischen Soldaten auch zu entlasten, weil sie im Innern durch die Terroranschläge eine sehr schwierige Situation haben, diesen für uns sehr neuen Schritt gemacht und haben uns in Westafrika engagiert. Und das zeigt, dass wir hier bereit sind, auch neue Wege gemeinsam mit Frankreich zu gehen. Die nächste Frage kommt hier aus der ersten Reihe. Gibt es da ein Mikrofon, bitte? Frau Kanzlerin, ich bin ja die Präsidentin von Estland und meine Frage ist, was können wir tun, um unsere demokratischen Prozesse zu schützen vor Fehlinformationen, Falschinformationen, Fake News? Und ich denke, wir sollten das vielleicht lösen, dieses Problem, bevor diese Wahlen abgehalten werden. Tja, ob wir das vor den Wahlen noch lösen können, da weiß ich nicht. Aber wir sollten uns natürlich wappnen. Und Estland weiß ja auch, wovon es spricht in dem Zusammenhang. Wir haben sowohl im zivilen Bereich als Bundesregierung eine neue Cyberstrategie verabschiedet, als auch hat unsere Verteidigungsministerin einen Bereich in der Bundeswehr eröffnet, der sich nur mit solchen Cyberaktivitäten beschäftigt.
Wir wissen, dass zum Beispiel Russland ja ganz offen auch kommuniziert, die hybride Kriegsführung als eine Form der Verteidigung auch ansieht. Und ich denke, wenn ich mir etwas wünschen könnte, dann wäre es sicherlich sehr gut, im Rahmen der NATO-Russland-Gespräche zum Beispiel auch dieses Thema immer auf die Tagesordnung zu stellen. Wir haben hier völlig neue Möglichkeiten, sowohl von der Verletzung der Infrastruktur bis hin zu Fehlinformationen. Und ich glaube, das ist schon eine ernsthafte Herausforderung für die Demokratien. Ich habe allerdings trotzdem die Absicht, auch wenn wir sehr viel über bestimmte Nachrichten jetzt sprechen und das Wort Fake News eine ungeheure Konjunktur hat, darauf zu setzen, dass die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland ihre Entscheidungen selber treffen werden. Also wir werden versuchen, das sehr rational zu bewältigen. Aber Fehlinformationen, auch so wie wir es jetzt wieder in Litauen hatten, denen müssen wir vom ersten Tag an ganz entschieden begegnen. Ich glaube, da hinten sitzt Igor Jürgens und der wollte eine Frage, wenn ich es richtig verstanden habe, zur Ukraine stellen. Thank you very much. Ja, vielen Dank. We understand that Minsk agreements are dead. Das Minsker Abkommen ist unserer Meinung nach tot. Was wir gestern von Präsident Poroschenko gehört haben, ist es sogar zweifach tot, zweifach gestorben. Wie sollen wir jetzt weiter vorgehen? Was ist da Ihre Haltung, Frau Kanzlerin? Also Präsident Poroschenko schüttelt gerade entschieden den Kopf, nachdem ich meinen Kopf zu ihm gewandt habe. Ich habe mit dem ukrainischen Präsidenten ja sehr häufig gesprochen. Und das Minsker Abkommen ist das Einzige, was wir im Augenblick haben, um den Gesprächsfaden und die Möglichkeit der Lösung der Probleme voranzubringen. Und ich bin dagegen, dass man, wenn man nichts anderes hat, etwas wegwirft, was vielleicht immer noch Hoffnung mit sich bringt. Ich verstehe, dass ich sehe es so, dass es zwei große Probleme gibt. Das Minsker Abkommen ist damals davon ausgegangen, dass wir alle politischen Schritte gehen am Tag 1 nach dem Waffenstillstand. Am Tag 2, am Tag 5, am Tag 14. Das Dumme war nur, dass schon bei Inkrafttreten des Minsker Abkommens kein Waffenstillstand war. Damals war noch die Auseinandersetzung um die Balzowo. Und wir haben im Grunde nie länger als 4, 5 Tage mal Waffenstillstand gehabt, sodass man, wenn man ganz formal an die Sache rangeht, sagen könnte, eigentlich könnten wir gar keinen politischen Prozess haben. Weil wir nun aber vernünftige Leute sind, hat sich auch die Ukraine bereit erklärt, trotzdem diesen politischen Prozess parallel schon einzuleiten. Deshalb arbeiten wir in den verschiedenen Kontaktgruppen, erarbeiten Wahlgesetze und vieles andere mehr. Und ich kann uns alle nur auffordern, nicht darüber zu sprechen, was alles nicht gelungen ist, da könnte ich hier auch den ganzen Vormittag sprechen, sondern immer wieder zu versuchen, es gelingen zu lassen. Ich habe über die anderen Herausforderungen auf der Welt gesprochen. Nichts wäre uns lieber, wenn wir mit Russland gemeinsam gegen den islamistischen Terror kämpfen könnten, wenn wir mit Russland wieder vernünftige Handelsbeziehungen aufbauen könnten, wenn wir an einer Freihandelszone von Vladivostok bis Lissabon arbeiten könnten. Aber das Prinzip der territorialen Integrität, das können wir nicht aufgeben. Das sind wir nicht nur der Ukraine schuldig, sondern das sind wir vielen, vielen anderen Ländern und uns allen selbst schuldig. Und deshalb müssen wir hier eine politische Lösung finden. Und ich bin bereit, weiter viel Zeit und viel Kraft dafür einzusetzen, auch Enttäuschungen hinzunehmen und trotzdem auf diesem Weg weiterzuarbeiten. Wenn Sie einverstanden sind, Frau Bundeskanzlerin, ich glaube, wir haben Zeit für noch eine Frage. Ja, Sie entscheiden lassen. Die würde ich dann gerne an Stefan Cornelius geben. Der steht da drüben, für Sie nicht ganz leicht sichtbar hinter dem Podium. Frau Bundeskanzlerin, ich bin mir sicher, dass Sie die Regierungsfindung in den USA nicht kommentieren wollen. Gleichwohl gibt es große Kritik aus der neuen amerikanischen Regierung am deutschen Handelsbilanzüberschuss, an der Dichte der deutschen Fahrzeuge auf der Fifth Avenue. Können Sie uns sagen, ob das ein Problem wird in Ihren ersten Schritten auf diese neue Regierung zu? Und vielleicht würde mich als zweite Frage noch interessieren, ob Sie die Qualität amerikanischen Berichterstattungen der Zeitungen in Zweifel ziehen über das, was Sie lesen, über die amerikanische Innenpolitik. Also, ich informiere mich im Wesentlichen, sagen wir mal, aus deutschen Zeitungen, was Sie freuen wird. Ansonsten
setze ich auf eine freie, unabhängige Presse und habe einen hohen Respekt vor Journalisten. Wir sind immer sehr gut gefahren, jedenfalls in Deutschland, damit, dass wir uns gegenseitig respektieren und wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt, dann darüber auch sprechen, aber doch die Pressefreiheit als eine ganz wesentliche Säule einer Demokratie akzeptieren. Der Handelsbilanzüberschuss wird sicherlich bei den ökonomischen Diskussionen eine Rolle spielen. Ich will jetzt hier nicht auf und ab reden, was alles die Ursachen sind. Auf der einen Seite sind wir stolz darauf, dass wir gute Produkte haben, genauso wie, glaube ich, die Amerikaner stolz darauf sind, dass sie gute Produkte haben. Wenn Sie sich hier im Raum umgucken, wie viele iPhones und Apple-Produkte im Spiel sein dürften, dann würde ich sagen, kann der Vizepräsident absolut zufrieden sein. Und die Fifth Avenue ist, glaube ich, immer noch minder bestückt mit deutschen Autos. Und zweitens haben wir im Augenblick durch die Eurozone natürlich ein Bewertungsproblem des Euro, weil die Europäische Zentralbank eine Geldpolitik macht, die ist nicht für Deutschland ausgerichtet, sondern die ist von Portugal bis sozusagen Slowenien ausgerichtet oder der Slowakei. Und das führt sicherlich dazu, dass, wenn wir die D-Mark noch hätten, die D-Mark anders bewertet wäre, als es jetzt im Augenblick der Euro ist. Aber das ist eine unabhängige Währungspolitik, auf die habe ich als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland null Einfluss. Und dann haben wir auch demografische Dinge, darüber werden wir auch mit den unseren Partnern in den Vereinigten Staaten sprechen. Deutschland wird eines der größten demografischen Veränderungen auf der Welt neben Japan erleben in den nächsten 20 Jahren. Und das führt auch zu einem bestimmten Ausgabe- und Sparverhalten der deutschen Bevölkerung, das dann auch wieder mit dem Handelsüberschuss zu tun hat. Im Übrigen, wenn ich mir die Direktinvestitionen in den Vereinigten Staaten von Amerika von deutschen Unternehmen anschaue, dann muss man die, glaube ich, genauso sehen wie die Frage des Handelsbilanzüberschusses. Sie sehen, wir haben auf allen Ebenen viel zu besprechen und ich freue mich drauf. Vielen herzlichen Dank, Frau Bundeskanzlerin. Vielen Dank.